Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, es ist August, es sind 25 Grad draußen, aber hey, die Adventskalender-Saison geht wieder los und ich bin voll dabei. Wir starten das Ganze heute mit dem Just Spices Adventskalender, den es jetzt für 99,99 zu kaufen gibt. Es gibt auch noch zwei andere Alternativen. Ich bin auch ziemlich scharf auf diese Mixed-Variante, aber ich wollte da gerne mit euch reinschauen, zumal ich den auch privat sehr gerne verwenden werde. Ich habe ihn mir selber bestellt und konnte ein bisschen drauf sparen, weil das so eine Early-Bird-Aktion war. Ich habe aber auch einen Code, weil ich eigentlich auch eine Kooperation mit Just Spices habe, mit Just Claudi. Könnt ihr, ich glaube, aktuell 5 Euro drauf sparen. Das ist recht cool, ne? Schaut gerne in der Infobox vorbei und man kann sich unterschiedliche Kochbücher dazu aussuchen. Ich habe jetzt hier einfach Italien, da gab es auch noch irgendwie ein 30-Minuten-Kochbuch und noch irgendwas. Das hier wird aber tatsächlich weiter wandern. Ja, ist aber auch ein schönes Geschenk und es ist ja auch irgendwie 25 Euro oder was so ein Ding kostet, ne? Theoretisch ja auch im Preis mit inbegriffen. Dann hast du hier bei diesem Kalender auch noch Karten mit dabei, was ich auch ganz nett finde. Also das sind halt hier so Postkarten. Die werden auch immer weiter verwendet, vor allem für Verlosungen. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was der Adventskalender dieses Jahr zu bieten hat. Denn hier sollen tatsächlich nicht nur bekannte Gewürze drin sein, sondern auch ganz neue Gewürzmischungen. Los geht es hier mit der Nummer 1. Man hat ja auch immer so QR-Codes mit dabei, die dann wahrscheinlich zur Weihnachtszeit auch aktiv sein werden. Und das Ganze startet mit etwas, was wir auch wirklich viel verwenden. Das ist dieses Pizza-Gewürz. Jedes Mal, ob wir uns Pizza bestellen, ob wir uns Pizza irgendwie selber machen oder sonst was, wird das verwendet. Das ist super lecker. Du hast auch immer hier so ein bisschen Informationen, wie man das verwenden könnte mit dabei. Gut, Pizza-Gewürz ist jetzt nicht so außergewöhnlich, aber finde ich gut. Ja. Hier oben befindet sich die Nummer 2 und ich muss euch sagen, es macht so viel Spaß, endlich wieder in dem Adventskalender-Fieber drin zu sein. Mexican Allrounder. Oh, das ist spektakulär. Das habe ich jetzt so hier noch nicht bei uns gehabt. Oh, das kannst du super für Chili con Carne, Enchiladas, Taco-Füllung und so weiter verwenden. Wir peppen halt auch gerne Gerichte, die wir halt von HelloFresh kochen, mit sowas auf. Ne? Und letztens sagte Schatzi auch zu mir, ich glaube, wir brauchen nochmal das ein oder andere Gewürz. Möchtest du da vielleicht mal nachbestellen? Ich sage, stopp, bald fangen die Adventskalender an. August, Leute. Ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Oh, hier ist ein Gutschein drin. Ich glaube, der ist verrutscht, oder? Weiß ich nicht. Unser Geschenk an dich. Der ist doch bestimmt verrutscht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber hier habe ich auf jeden Fall einen Geschenkgutschein mit dabei. Und 5 Euro ist garantiert und es kann auch 50 Euro sein. Und da muss ich mal gucken, wie viel ich hier drauf habe. Das wäre ja ziemlich nice, ne? So, Salattopping habe ich hier mit dabei. Das ist auch interessant. Da müssen wir mal gucken, was da alles so drin ist. Paprikaraspeln, Zwiebeln, Tomaten, Schwarzkümmel, rosa Beeren. Das ist echt geil. Schnittlauchröhrchen, Kerbel, Senfsaat, Ringelblumen. Also das hört sich so an, als könnte man das auch wirklich ganz toll in so ein Dressing mit reinmachen. Ne? Schön. Hier haben wir die Nummer 4. Die Kläppchen lassen sich übrigens wirklich schön öffnen, ohne dass ich jetzt irgendwie meine Finger verlieren würde. Das ist ja manchmal so. Texas Barbecue Mix habe ich hier. Das ist eher was für die Leute, die es ein bisschen stärker vom Geschmack her mögen. Also meinem Freund wird es wahrscheinlich auch sehr gut gefallen, wenn man vielleicht so einen Trockenwrap oder sowas macht. Denke ich, dass das eine ganz gute Sache sein könnte. Schön. Also das sind jetzt bislang alles Gewürze gewesen, wo ich sage, das kann was, ne? Kommen wir zu Nummer 5. Das ist der Tag vor Nikolaus. Und Erwin ist auch dieses Jahr selbstverständlich mein fleißiger Helfer, der eine tragende Rolle übernimmt. Hähnchen Allrounder. Allrounder. Liebe ich. Richtig, richtig gut. Kann man auch, wenn man ganz hart drauf ist, über ja, Bratkartoffeln, über Pommes drüber machen. Da schmeckt das wirklich gut. Das mal so als kleiner Tipp zwischendurch. Ne? Sehr, 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 sehr cool. Dann kommen wir jetzt mal zu Nikolaus. Ein Bagel-Topping, das ist speziell. Das ist wirklich mal was anderes, ne? Also Bagels holen wir uns tatsächlich ab und an mal beim Aldi oder so. Da machen wir ein bisschen Frischkäse drauf, ne? Meistens Lachs oder so. Und hier geht es aber darum, selbst backen. Nee, das sind wir jetzt so gar nicht. Das kannst du dann auf die Bagels oben drauf machen. Okay, Sesam, Mohn, Zwiebel, Fleur de Sel, also Meersalz, Knoblauchflocken und Toast-Knoblauch. Kann man doch bestimmt auch dann auf das Frischkäse-Gedöns machen, oder? Weil ich bin echt keine Backqueen. Hier unten haben wir die Nummer 7. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Produkt. Das ist der Gemüse-Allrounder. So genial bei Ofengemüse, Leute, ne? Wenn ihr das so im Ofen macht, genau, ja. Einfach drüber fertig ist die Laube, ein bisschen Olivenöl, ne? Das schmeckt so genial, so schaut das aus. Wirklich sehr empfehlenswert, auch als Einzelgewürz sich das mal zu holen. Und der Adventskalender animiert natürlich auch, dass man die Produkte ausprobiert.
und sie sich dann gegebenenfalls im Laufe des Jahres nochmal nachkauft, dann hofft man natürlich, dass hier bei dem Gutschein auch ordentlich was bei rumspringt. Hier sind wir wieder bei der Nummer 8, die machen darf, dass es kracht, weil sich das reimt und weil Sammy da Geburtstag hat. Oatmeal Spice, okay. Da weiß ich jetzt nicht. Ach so, im Haferflockenmüsli oder auch in anderen spaßigen Haferflockenkreationen. Das ist gut. Mandel gemahlen, Kokosnuss, Raspeln, Kakaopulver, Zimt, Vanillepulver und Ingwer gemahlen. Gut, es gibt dem wirklich nochmal ein Pep, ne? Ich habe sehr, sehr häufig, dass ich mir Müsli esse. Kommt natürlich auch bald das Unboxing von meinem Müsli-Adventskalender läuft. Und damit kann man auf jeden Fall das Ganze auch nochmal aufpeppen. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Zucchini-Gewürzmix freuen. Okay, da kann man dann halt entweder, wie gesagt, den Zucchini-Gewürzmix nehmen oder man nimmt halt auch dieses Gemüse-Allrounder. Würde ich sagen, ist relativ ähnlich, ne? Wobei Zucchini ja nicht so diesen ultimativen Eigengeschmack hat. Das heißt, hier haben wir nochmal ein bisschen mehr Pep dahinter. In der Nummer 10 darf es mit einem Bowl-Topping weitergehen. Ich bin jetzt gar nicht so die Bowl-Queen. Also bei uns gibt es halt nicht so häufig irgendwie eine Bowl oder so. Aber damit kann man das Ganze halt aufpeppen, wenn man möchte. Du kannst es aber hier auch wirklich über Ofengemüse geben, steht hier. Das ist natürlich auch ganz schön, ne? Kann man individuell verwenden. Also man schaut sich halt so ein bisschen auch die Zutaten an und dann kann man das dann so anwenden, wie man möchte. Aber wie gesagt, eine Bowl machen wir jetzt so nicht so häufig. Aber zu asiatischen Gerichten kann ich mir das gut vorstellen. Krass, wir sind schon bei der ersten Schnapszahl, bei der Nummer 11. Oh, das ist schön. Rührei-Gewürzmix. Richtig, richtig lecker. Hat Schatzi letztens auch gemacht, dass er Rührei gemacht hat und das dann da reingemacht hat. Das gibt dem Ganzen einfach nochmal ein bisschen ein Pep. Und das mag ich. Sehr, sehr lecker und cool, dass es mit dabei ist. Halbzeit. In der Nummer 12 haben wir den Pasta-Allrounder. Auch Nudeln werden bei uns richtig viel gegessen. Da kommt es auch ganz gut. Kann man dann drüber machen, um dem Ganzen halt nochmal einen Pfiff mehr zu geben. Finde ich auch schön. Ich baue mir hier meine Türmchen. Oh, in der 13 haben wir etwas, was ich richtig gut finde. Und zwar Bratkartoffel-Gewürzmix. Heute Abend gibt es bei uns auch wieder Bratkartoffeln. Deswegen passt das 1A. Dann haben wir hier Nachschub. Das ist auch eins von den Gewürzen, die bei uns super schnell leer gehen. Und was normalerweise auch das Gewürz ist, was ich bei meinem Code auch mit dabei habe, wenn ihr den übers Jahr verwendet, dann gibt es das nämlich für Ome mit dabei. Manchmal variiere ich da auch ein bisschen. Jetzt sieht man den Turm. Muss ich ein bisschen umstellen hier, ne? Und genau, aber Bratkartoffelgewürzmix ist so lecker. Die Nummer 14 enthält ein Bananenbrotgewürz. Ja, ich bin jetzt kein Bäcker, also das macht man da halt irgendwie mit rein. Wie gesagt, Backen ist nicht so meine Welt. Ja, deswegen, das ist jetzt eher nicht so meins. Dann schauen wir mal, was die Nummer 15 uns bieten kann. Ein Hackfleischgewürz. Das ist auch sehr praktisch. Auch sowas wird bei uns wirklich häufig verwendet, ne? Weil Hackfleisch gibt es bei uns immer wieder. Ich schaue auch mal drauf. Ja, die Gewürze sind ja wirklich Ewigkeiten haltbar. Bis zum 10.11.25, ne? Da machst du auch nichts mit verkehrt. Am 16. Dezember, oh ja, der Stullenspice. Da hatte Schatzi auch letztens gesagt, dass er das verwendet hatte. Der hatte sich einfach so ein bisschen Frischkäse aufs Brot gemacht oder auf ein Knäckebrot. Dann das Stullenspice drüber und er fand es super lecker. Man hat ja auch einfach so ein paar, ja, Schnittlauchröllchen, Zwiebelraspeln, Meersalz, Paprikaraspeln, Schwarzkümmel. Das hört sich auch wirklich lecker an, ne? Cool. Oh wow, wir sind schon beim 17. Dezember. Das ist eine Woche vor Heiligabend. Krass. Aglio e Olio Gewürz. Also quasi, wenn du so Aglio e Olio Pasta dir machst, ne? Kannst du super mit reinmachen. Und da kannst du es einfach hier mit ein bisschen Olivenöl vermischen und über Pasta geben. Das finde ich halt super praktisch, weil du dann einfach ein einfaches Nudeldressing hast. Und das ist damit einfach gegeben. Haben wir auch schon verwendet, ist ganz lecker. Und schon befinden wir uns auch in der Weihnachtswoche. Der 18. Dezember enthält den mediterranen Gemüse-Allrounder. Der ist ehrlich gesagt auch sehr ähnlich zu dem generellen Gemüse-Allrounder, der hier auch schon irgendwo mit drin war. Ich schaue gerade. Wo bist du denn? Dich verloren. Hatten wir eben auf jeden Fall, genau, den Gemüse-Allrounder. Aber das hier ist dann halt noch ein bisschen ja, ich glaube, da hast du mehr hier Thymian, Rosmarin, sowas mit dabei. Das ist eher so das, ne? Ja. Hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht beides im Adventskalender gebraucht. In der Nummer 19 darf es mit dem Italian Allrounder weitergehen. Das kannst du sowohl dann natürlich verwenden, wenn du dir eine Pizza machst, wenn du dir Pasta machst. Das ist so ganz klassisch, wenn du dir hier Tomate Mozzarella natürlich machst. Das ist natürlich auch ja, sehr praktisch. Genau, das ist auch lecker. Und schon sind wir im 20er-Bereich. Da haben wir jetzt ein Produkt, was nicht so ganz meins ist. Wobei ich eigentlich Curryhähnchen mag. Von Haus aus haben wir das öfters gegessen. Aber das hat meine Oma ganz anders gemacht. Das war sehr, sehr verrückt, aber super lecker, ne? Das ist das Curryhähnchen-Gewürz. Ich denke auch, dass ich das meiner Oma schenken werde. Wahrscheinlich wird sie sich drüber freuen. Ich hoffe es doch einfach mal.
Dass sie das dann auch entsprechend in Anwendung nimmt. Sie kocht ja selber gar nicht mehr so super viel, weil die auch schon 89 Jahre alt ist und so. Aber mal gucken, vielleicht ist sie damit auch ganz glücklich. Mal gucken, mal gucken. Oh ja, die Nummer 21, Balsamico Dressing Mix. Auch hier kannst du dir ganz einfach ein Salatdressing mit dem Produkt mixen. Das finde ich einfach immer total praktisch und deswegen, also sowas feiere ich auch, ne? Wenn wir da halt so Sachen drin haben, wo du halt nur ein bisschen was von dem Produkt brauchst und dann irgendwie Öl oder Wasser dazugeben sollst oder so und zack, hast du irgendwie was fertig. Oder wie bei dem Stullenspice, dass du es so über deine Stulle drüber machst, das finde ich großartig. Ja, das ist immer so, so hat was von Fast Food ganz schnell machen, mal eben und nicht super viel Aufwand. Oh wow, die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22, enthält den Fish Allrounder. Auch sowas finde ich sehr passend, sehr praktisch. Auch jetzt, wenn wir Richtung Weihnachten denken, da wird bei vielen Familien auch Fisch zubereitet zu Heiligabend. Das weiß ich noch auch von meiner Stiefschwiegermama in Spee zum Beispiel. Da gab es auch immer irgendwie Karpfen oder so und da kommt sowas eigentlich echt gut, also sehr praktisch. Am Tag vor Heiligabend haben wir am 23. Dezember Tomatenmozzarella Gewürz. Das haben wir hier auch super, super toll. Ich weiß noch, damals hat meine Mom auch wirklich, wenn irgendwo gegrillt wurde, immer Tomotze gemacht. Immer. Und das ist natürlich praktisch. Kannst du einfach drüber streuen und das schmeckt auch wirklich, wirklich lecker. Sehr gut. Bringt auch hier wieder ein paar Erinnerungen in mir hoch, was ich positiv finde. Und jetzt bin ich so gespannt, was am 24. Dezember drin ist. Also hier oben haben wir das Türchen. Ach so, okay. Es ist irgendwie jedes Jahr das gleiche, oder? Avocado-Topping. Es ist jetzt nicht so super aufregend. Okay, ist super lecker. Definitiv, wenn man viel Avocado isst oder wenn man generell Avocado isst. Habe ich auch schon ausprobiert, wenn wir Avocados hier hatten. Aber ich bin jetzt nicht so die Avocado-Esserin. Ich weiß nicht, bin ich da irgendwie langweilig oder anders? Ja, gut, das jetzt in der 24. Wollen die da irgendwie eine Tradition fortführen? Ich weiß es nicht. Also fazitieren wir den Adventskalender. Ich finde ihn ganz schön gestaltet. Ich finde ihn auch dieses Jahr ganz gut befüllt. Das ein oder andere Gewürz hätte ich persönlich lieber ausgetauscht gehabt. Aber wir haben hier wirklich einen bunten Mix, sodass man einfach auch das ganze Sortiment von oder einen Großteil des Sortimentes von Just Spices einmal kennenlernt, was ich auch positiv finde. Ne? Also wir haben auch meine Lieblinge hier mit dabei, mit dem Bratkartoffelgewürzmix und auch mit dem Gemüse-Allrounder. Aber auch so speziellere Sachen, wie das Bagel-Topping, Oatmeal Spice oder so, ne? Kann man sich definitiv anschauen. 99,99 € ist eine Marke, muss man wirklich sagen. Man kriegt halt das Buch mit dabei und die 24 Gewürze. Muss man für sich selber entscheiden, ob das einem wert ist. Ich finde es halt jedes Jahr aufs Neue schön. Dann können wir halt unsere Gewürze auch wieder richtig auffüllen. Also für uns lohnt sich das, ne? Noch mehr lohnt es sich, wenn natürlich der enthaltene Gutschein auch einen entsprechenden Wert auswirft, der dann auch vielleicht so ein bisschen das Ganze kompensiert. Mal schauen. Nee, also schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch auch den Link mal zum Adventskalender reingesetzt. Und mit Just Claudi, wie gesagt, könnt ihr auch ein bisschen was sparen. Ja, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.